Gemütlich und sicher mit dem Fahrrad von Schwechat nach Simmering? Das wird künftig möglich sein. In zwei Bauabschnitten wird die Radverbindung zwischen Niederösterreich und Wien errichtet. Vergangene Woche erfolgte der Spatenstich. Radfahren wird für viele Menschen immer attraktiver. Und damit der Straßenverkehr nicht blockiert bzw. die Radfahrer nicht gefährdet werden, investieren die Länder Wien und Niederösterreich in die nötige Infrastruktur. Wir haben ja wirklich ein umfassendes Angebot an Radwegen bei uns in Niederösterreich, sowohl für Familien als auch für sportlich Ambitionierte. Und wir wollen Niederösterreich als die Raddestination Nummer 1 im Herzen Europas positionieren. Und gerade für unsere internationalen Gäste ist es wichtig, dass es an Bundesländern Grenzen keinen Unterschied machen darf, sondern dass diese Verbindungen eben auch tadellos instand sind. Und darum bin ich sehr, sehr froh, dass wir heute diesen Spatenstich vornehmen können und Wien und Niederösterreich noch enger zusammenwachsen. Hat ein bisschen gedauert, bis wir zur Umsetzung gekommen sind, aber jetzt wird in zwei Teilabschnitten dieser Lückenschluss zwischen Wien und quasi dem Flughafenradweg bei uns gemacht, endlich. Und ich glaube, dass das ein Riesenasset für die Leute ist. Ich bin heute da mit dem Rad hergefahren und wenn man das Stück auf der Straße fährt, merkt man schon, was da vor allem Schwerverkehr zum Hafen her stattfindet. Und ich denke und hoffe, dass es sehr verlockend werden wird, mit dem Rad dann eigentlich bis in die innere Stadt zu kommen. Also das ist schon ein ganz großer Zugewinn, auch für uns und in die Gegenrichtung, für die Leute, die ihre Radltouren am Wochenende bei uns in Niederösterreich machen wollen, die sind da auch herzlich eingeladen, sicheren Rades die Grenze von Wien nach Niederösterreich zu überschreiten. Wichtig ist ein lückenloser Nahverkehr für Radfahrer, damit Familien auch sicher von einem Bundesland ins andere kommen. Aber auch immer mehr Pendler benutzen zum Beispiel E-Bikes, um umweltschonend in die Arbeit zu kommen. Also wir merken einfach, dass mit den Elektrobikes die Distanzen, die mit Rad zurückgelegt werden, logischerweise größer werden. Das heißt, auch Leute, die in die Arbeit fahren mit dem Rad, das ist jetzt nicht mehr nur ein paar Kilometer, sondern teilweise schon bis zu 20 Kilometer, weil halt mit E-Bikes das leichter sich bewerkstelligen lässt. Und deswegen macht es aus meiner Sicht auch richtig viel Sinn, uns dann noch stärker mit Niederösterreich zu verknüpfen und durchgehende Radlangstrecken zu schaffen. Ein paar davon haben wir schon in Wien und dass jetzt eben die Verbindung nach Schwechat dazukommt, macht viel Sinn, ist gescheit und ich freue mich über die Kooperation. Der Weg führt also von Niederösterreich nach Wien, also auf der Ried bis zur Alberner Hafenzufahrtsstraße und auch wieder zurück. Die Stadt Wien und das Land Niederösterreich arbeiten zusammen an dem Projekt, das den Radverkehr in der Region sicherer machen soll. Naja, wir machen quasi den Teil auf der Wiener Seite und der endet dann nicht im Nirvana, sondern wird dann von dem niederösterreichischen Teil weitergeführt, was natürlich sinnvoll ist. Und man kann dann von Schwechat eigentlich durchgehend fahren, wenn die beiden Teilstücke, eins davon machen wir heuer, eins nächstes Jahr, dann fertig sind, dann kann man eigentlich von hier faktisch bis in die Wiener Innenstadt fahren und das ist dann schon eine attraktive Radverbindung und eine gute Alternative zum im Stau stehen. Bei uns geht es immer darum, dass wir die bestmögliche Infrastruktur zur Verfügung stellen wollen und genau hier dieser Lückenschluss, Sie sehen, es ist eine sehr, sehr stark befahrene Straße und für die Radfahrer ist es einfach besser, einen eigenen Radweg zu haben und das ist unser Beitrag, wo wir im Rahmen unserer Wirtschaftsagentur EcoPlus derartige Projekte unterstützen. Ab wann wird es für die Radfahrerinnen und Radfahrer möglich sein, diesen Weg zu befahren? Also meines Wissens werden es zwei Bauabschnitte sein. Einer davon könnte noch heuer in Angriff genommen werden, beziehungsweise vielleicht sogar schon fertiggestellt werden. Der zweite Teil ist geplant fürs erste Quartal 2023. Erstes Quartal, da muss man immer ein bisschen schauen, wie die Bodenverhältnisse und das Wetter sein wird. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir bis Mitte nächsten Jahres da durchfahren können und hoffentlich in einer ähnlich charmanten Runde auch dann quasi nach dem Spatenstich auch die endgültige Eröffnung des Radweges durchführen können.